Wie du individuelle und einfallsreiche Sticker für WhatsApp erstellen kannst, das erfährst du jetzt in diesem Video. Los geht's! Individuell und einfallsreich sind natürlich auch die Videos auf diesem Kanal hier. Einfach abonnieren und keine Videos mehr zu digitalen Angeboten verpassen. Zurzeit habt ihr die Möglichkeit, zwischen 12 verschiedenen Apps zu wählen. Um euch ein bisschen die Entscheidung leichter zu machen, habe ich mal beide getestet und ein kleines Tutorial für euch erstellt. Fangen wir an mit dem Sticker Maker Studio. Das ist für Android und für iOS verfügbar. Für iOS gibt es nur diese App und für Android gibt es noch eine andere. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da gebe ich nochmal ein kleines Fazit. Gerade wenn ihr Android habt, dann habt ihr natürlich die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Apps. Und ich habe da auf jeden Fall einen Favoriten. So, fangen wir erstmal mit dem Sticker Maker Studio an, was ihr für beide Anbieter erhaltet. Da gebt ihr auf jeden Fall erstmal einen Namen ein und erstellt ein neues Sticker Pack. Dieses Sticker Pack, das habt ihr dann später bei euch im WhatsApp drin. Ihr könnt da verschiedene Sachen erstellen, vielleicht zu bestimmten Themen oder für einen bestimmten Freundeskreis und so weiter. Ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Hier müsst ihr als allererstes mal so ein Tray-Icon auswählen. Das ist dann der Icon, der euch beim WhatsApp dann angezeigt wird. Wenn ihr das gemacht habt, also macht ihr quasi auch so einen kleinen Sticker. Dann nehmt ihr irgendwas, nehmt ihr so ein schönes Bild. So, jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr so einen Sticker erstellt, könnt ihr entweder auf Select All gehen. Dann habt ihr das ganze Bild als einen Sticker. Finde ich jetzt nicht so prima aus. Kann ja manchmal passen. Dann habt ihr Square, dann habt ihr wirklich einfach so einen, quasi einen Ausschnitt. Dann habt ihr den Cycle, da habt ihr so einen Kreis, wie der Name schon sagt. Und was ich aber besonders schön finde, das ist dann Freehand. Freehand bedeutet, dass ihr jetzt quasi den Sticker einfach ausschneidet, so wie es passt. Prima. Dann habt ihr einen wunderbaren Ausschnitt, dann geht ihr auf Yes Save Sticker. Jetzt erstellen wir mal drei Sticker insgesamt. Dann hier, guck mal, wo ich da gerade, und da war ich hier mit so einem Iron Man unterwegs und hier nochmal so ein seriöses Bild und nochmal verschiedene andere Sachen. Dann geht ihr auf Add to WhatsApp, dann wird es zu WhatsApp hochgeladen. Wenn ihr neue Sticker hinzufügen wollt, dann geht ihr einfach nochmal genau in diesen Bereich rein, macht dann neue Sticker, fügt die hinzu und dann Add Changes to WhatsApp. Dafür müsst ihr aber WhatsApp nochmal schließen und nochmal neu starten, dann sind die neuen Sticker verfügbar. So, wenn ihr jetzt bei Sticker Studio seid, das gibt es ja nur für Android, dann geht ihr hier auf Plus und fügt dann ein Foto hinzu oder ihr macht ein neues und erstellt daraus dann einen neuen Sticker. Dann könnt ihr hier quasi Freehand ausschneiden. Hier habt ihr ein bisschen weniger Möglichkeiten, was das Ausschneiden angeht, als in der anderen App. Hier gibt es nämlich nur dieses Freehand Cutting. Ist meiner Meinung nach ja eigentlich auch das Beste, aber vielleicht hat man manchmal auch irgendwie das Bedürfnis, was anderes zu machen. Jetzt gebt ihr hier einen Sticker-Pack-Namen ein und fügt das hinzu. Das Besondere, was ihr hier nochmal habt, ist, dass ihr hier nochmal Sachen hinzufügen könnt. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit, hier Schrift mit hinzuzufügen. Irgendwie zum Beispiel hier Kaffee. Außerdem habt ihr nochmal die Möglichkeit, ein bisschen rumzumalen. Ich muss sagen, Sticker Maker Studio, also die App, die quasi für iOS und für Android verfügbar ist, ist vom Handling meiner Meinung nach einfacher. Ist ein bisschen praktischer, auch wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, Sachen auszuschneiden. Und es ist ein bisschen übersichtlicher, weil ihr so einzelne Sets habt, die ihr anlegen könnt und die könnt ihr direkt hochladen. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig schön gemacht. Sticker Studio, da habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr so ein bisschen noch kreativ sein könnt, ein bisschen zeichnen könnt. Ist von der Anwendung ein bisschen, sagen wir mal, holpriger gemacht, das Ganze. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Habt ihr schon mal ein kleines Sticker hergestellt? Ist das was für euch oder ist das absoluter Schwachsinn eurer Meinung nach? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, hier sind noch mal ein paar Tipps zu WhatsApp und ein paar News, wenn euch das interessiert. Da gibt es ja einiges, was sich auch in Zukunft verändern wird. Und ansonsten würde ich sagen, meine lieben Freunde, macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal und tschüsschen.